Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir wieder mal die Buy for Sky Challenge am Start und heute mal was ganz Besonderes, denn wir spielen gegen den Bosinho FIFA. Link ist natürlich in der Videobeschreibung, der hat mir am Anfang von YouTube auch richtig weitergeholfen und da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und ihn mit einem Abo unterstützen. Und ja Freunde, das ist auch nicht die einzige Challenge heute, die Buy for Sky Challenge, denn wir werden heute auch mit denselben Trikots gegeneinander spielen. Ich denke, das müsste richtig interessant zum Ansehen sein und da würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem Keeper. Bevor wir aber mit dem Keeper starten, möchte ich mich recht herzlich für euer tolles Feedback auf die letzten Videos bedanken. Ihr lasst da immer sehr, sehr viele Daumen nach oben da und mich würde es natürlich auch wieder riesig, riesig freuen, wenn ihr bei diesem Video auch wieder den Daumen nach oben drücken könntet. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch mit dem Keeper. So Freunde, im Tor bekommen wir den Spieler namens 3, 2, 1 und boom! Scheiße, 200 Coins müssen wir für den Fox ausgeben, den Fox. What does the Fox say? Ring, 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 ring. Ich denke, ihr kennt das alle, dieses Lied. Das ist so genial. Auf jeden Fall haben wir den Fox im Tor. 61er Keeper Bronze. Sehr, sehr verkackt haben wir hier. Und dann kommen wir zum Linksverteidiger. Ich hoffe, es wird ein Goldspieler. Und es wird 3, 2, 1 und go. Und wir haben als Linksverteidiger, Alter, alles Bronze. 6 bronzene Spieler. Wie viel Pech kann man haben? Einen Italiener, 63er Rating. Wieder Bronze, immerhin rare. Man kann sagen, wir steigern uns. Man kann sagen, wir sind immer noch richtig, richtig kacke unterwegs. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal den Innenverteidiger, den ersten. Und da bekommen wir 3, 2, 1 und boom. Immerhin ein Goldspieler. Ja, Freunde, jetzt sind schon mehr Goldspieler auf der Seite. Und ich würde sagen, den holen wir uns jetzt mal. Und dann holen wir uns auch noch den Bronze-Linksverteidiger. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Rechtsverteidiger. So, Freunde, die beiden Jungs sind jetzt der Mannschaft beigetreten. Von diesem Innenverteidiger habe ich übrigens noch überhaupt nichts gehört. Ich kenne ihn gar nicht, habe den noch nie in FIFA gesehen und dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch den Rechtsverteidiger in 3, 2, 1 und boom und es wird, oh bang, ein Bronzespieler, richtig, richtig kacke, wir haben irgendwie richtig viel Pech, fällt mir auf, sonst habe ich hier immer sehr, sehr viele Goldspieler und im Moment haben wir schon 3 Bronzespieler und nur einen Goldspieler und der ist nicht mal rare und dann kommen wir jetzt zum zweiten Innenverteidiger und das ist... Ja, ein Goldspieler, immerhin 61 Tempo, 78 Defense und 70 Physis, das geht auf jeden Fall klar, den Hilton aus der Ligue 1 dürfte das sein, den Brasilianer. Dann würde ich sagen, holen wir uns die beiden Spieler und dann sehen wir uns gleich. Die beiden Spieler sind der Mannschaft jetzt beigetreten und den Bronzespieler hatte ich sogar schon im Verein und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal den rechten Mittelfeldspieler und da bekommen wir 3, 2, 1 und go und es ist Lamela, das ist eine richtig gute Option fürs rechte Mittelfeld, 81 Tempo, 80 Shooting, das geht auf jeden Fall vollkommen klar und da machen wir auch schon den zentral defensiven Spieler und das wird 3, 2, 1 und go und das ist immerhin wieder ein Goldspieler, hat richtig geile Physiswerte, 84, immerhin ein seltener Goldspieler, ja und ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich noch den Stürmer und da bekommen wir 3, 2, 1 und go! Und das ist Bakker, leider nur 2 Sterne Skills, denke ich. Ja genau, 2 Sterne Skills, 2 Sterne Weakfoot, aber ganz gutes Tempo, ganz gutes Shooting. Und Dribbling geht auch okay, obwohl er eigentlich nur 2 Sterne Skills hat. Ist eigentlich richtig, richtig komisch. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt diese 3 Spieler und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So Freunde, die 3 Spieler sind der Mannschaft jetzt endlich beigetreten. Zum Glück haben wir jetzt mal 3 seltene Goldspieler. Das sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Da würde ich sagen, machen wir gleich mal den linken Mittelfeldspieler in 3, 2, 1 und go! Neymar Team of the Season. Jungs, den kann ich mir nicht leisten. Richtig, richtig geil. Aber ich denke, wir nehmen einfach den normalen Neymar. Ich denke, das haut auch hin. Das müsste auf jeden Fall erlaubt sein, denn der ist ja niedriger geratet und somit auch schlecht. Aber Neymar im linken Mittelfeld, 5 Sterne Weak Foot, 5 Sterne Skills. Das läuft auf jeden Fall. Und dann machen wir gleich mal den ZOM. Und da bekommen wir Sissoko immerhin wieder einen Goldspieler mit gutem Pace. Und dann machen wir jetzt auch noch den allerletzten Spieler. Den alles unentscheidenden letzten Stürmer und es wird Sturridge, das ist richtig cool, gleich daneben noch Dumbia am Start, Lacazette, Martinez, das hätte gar nicht besser laufen können, dann würde ich sagen, holen wir uns die restlichen Spieler und dann sehen wir uns beim vervollständigten Team. So Jungs, unser Team ist jetzt vervollständigt, wir haben eine 52er Chemie, eine 74er Bewertung, das liegt aber auch an den Bronzespielern auf der Bank, ist aber auch eigentlich völlig unrelevant, leider haben wir einen Bronzekeeper im Tor mit nicht so guten Werten, den Fox haben wir hier im Tor, Links- und Rechtsverteidiger sind ebenfalls Bronze, sonst haben wir aber ein Full-Gold-Team am Anfang, haben wir also richtig verkackt und dann haben wir aber richtig, richtig aufgeholt und richtig gute Spieler bekommen, eigentlich der Sturm sieht richtig nice aus, die Außenspieler auch und das Zentrale passt eigentlich auch richtig gut zusammen, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon gleich im Spiel, also schaut bei Bosinho FIFA in der Beschreibung vorbei, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und dann würde ich sagen, starten wir auch schon ins Game.
So, Freunde, da haben wir den Bosinho FIFA auch eingeladen. Er hat 76, 76 und 76. Also alles ziemlich ausgeglichen. Eine 53er Kimi. Und dann starten wir auch gleich mit denselben Trikots. Das wird sowas von lustig werden. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal sein Squad an. Ich bin richtig, richtig gespannt, was er für ein Team am Start hat. Und er hat De Gea im Tor mit voller Chemie. Er hat auch Sissoko. Sonst hat er eigentlich ein sehr interessantes Team. Ich würde sagen, es ist ziemlich ausgeglichen. Neymar natürlich kann hier richtig, richtig gut zerstören. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit der ersten Szene. Oh mein Gott, Jungs, das ist sowas von ungewohnt. Ich habe gerade gar keinen Plan, was ich hier tun muss. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob das überhaupt noch FIFA ist. Alter Verwalter. Der Bronzespieler spielt raus auf Lamela. Lamela mit den 4 Sternen Skills. Packt hier ein paar Skills aus und schießt. Ah, erste Situation, Lamela dribbelt sich wunderbar durch. Leider kommt er dann aber nicht zu einem guten Abschluss. Somit gibt es jetzt Ecke. So, der Torwart will die Ecke ausführen, der Fox mit den orangenen Schuhen. Wir flanken den Ball aber mit Sturridge und dort steht jetzt sicher einer. Und der macht den Ball rein oder auch nicht. Mit Oxlade-Chamberlain will er den hier reinflanken. Wir stellen uns aber hier hin, verschieben die Mauer. Und dann sollte die Flanke jetzt kommen und den Ball müssten wir eigentlich haben. Erste Situation für den Gegner, aber Fox ist zur Stelle und hält den Ball gut. So, schöne Flanke vom Gegner. Zum Glück können wir den rausköpfen. Und jetzt muss es einfach sau schnell gehen. Bakker, der ist doch schnell. Spiel den Ball nochmal auf Sturridge. Und jetzt machst du den Roulette, schickst den weiter, machst keinen Roulette, ist mir auch recht. Und Bakker macht jetzt das 1:0 für uns. Und er macht es wirklich mit seinen 2 Sternen Skills. 2 Sterne Weakfoot, wie ich es gesagt habe. Wir machen den Lucky Punch in der 45. Minute. Freut mich richtig, die Partie ist richtig, richtig ausgeglichen. Sehr, sehr wenige Chancen, sehr wenige Highlights. Aber Bakker steht dort, wo ein Goalgetter stehen muss und macht den Ball mit der Nummer 9. Mit der Goalgetter Nummer 9 macht er den Ball hier rein und somit steht es auch schon 1:0. So, und jetzt renn mal hier, Bakker. Wie vorhin. Schick den Sturridge. Jetzt mal andersrum. Schick ihn jetzt. Ja, jetzt schick ihn. Schöner Pass auf Sturridge. Das könnte kein Abseits sein. Er schießt. Tor, der ist sogar nicht im Abseits. Der war nicht im Abseits. 2:0. Wunderbar herausgespielt. Das war eine Millimeter-Entscheidung. Fast wäre es Abseits gewesen. De Gea hat hier aber wirklich keine Chance. Und hier können wir es nochmal sehen. Ja, ich denke eigentlich, das war sogar Abseits. Aber Computer machen keine Fehler. FIFA aber vielleicht schon. Und dann würde ich sagen, steht es 2:0. Und dann sehen wir uns eigentlich auch schon gleich in der Halbzeitpause. So, Freunde, der Schiedsrichter hat nun zur Halbzeit abgepfiffen. Es steht 2:0 für uns. 2 Tore kurz vor der Halbzeit. Das ging richtig, richtig gut. Ist richtig gut gelaufen für uns. Wir haben ja eigentlich kleine Vorteile, also keine klaren Vorteile. Aber ein bisschen mehr Chancen haben wir schon gehabt. Ein bisschen mehr Ballbesitz, ein bisschen mehr Zweikämpfe, ein bisschen mehr Fouls haben wir auch getätigt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon in der zweiten Halbzeit wieder. So, Hilton, der Innenverteidiger, der ist ja mal richtig, richtig schnell. Dreht es nochmal ab, Distanzschuss und auch kein Distanzschuss. Eigentlich war er schon im 16er und ich sag hier, Distanzschuss, Hilton, der Innenverteidiger. Mit einer richtig, richtig guten Gelegenheit. Leider macht er den Ball aber nicht rein. Ich muss sagen, nach der Zeit gewöhnt man sich halbwegs daran, dass man dieselben Trikots anhat. Es geht nach der Zeit wirklich, wirklich gut. Also man kann sich wirklich dran gewöhnen. Also wirklich, Freunde, testet das mal aus gegen einen Freund oder so. Und das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Und das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Und jetzt kommt der Gegner auch gleich mal mit seinem Spieler durch. Wir können ihn aber zum Glück stoppen. So, und das gibt einen Eckball für den Gegner. Er führt ihn kurz aus, flankt den Ball dann rein. Aber zum Glück steht dort einer von uns und jetzt muss es ganz, ganz schnell gehen. Aber wir spielen den Ball nochmal vor die Füße des Gegners. Zum Glück verhaut er den Ball hier. Wirklich, wirklich bitter. Schießt er den Ball hier vorbei mit der Nummer 4. Keine Ahnung, wer das war, aber das war ja nicht mal ein Schüsschen. Und somit steht es immer noch 2:0 für uns. Schöner Pass auf den Stürmer zum... Wow, was war das, Alter? Also das werde ich auf jeden Fall ranzoomen und dann zeige ich euch mal, wie der den einfach mal umgekickt hat. Ja, der gehört zu uns. Bakker ist allein vorm Tor. Bakker lupft den Ball jetzt einfach mal. Scheiße, ich habe nicht geschaut, ob der Torwart rauskommt. Ich habe gedacht, der kommt jetzt einfach mal raus. Aber er war sehr, sehr ruhig und sehr, sehr konzentriert. Der Torwart hat den Ball somit auch sicher gehalten. Jetzt hat der Gegner viele Möglichkeiten. Keine Ahnung, wer da zu mir gehört. Er schießt jetzt aber unser Tormann Fox kann den Ball super parieren. Und dann gibt es auch schon die anschließende Ecke. Er flankt den Ball wieder flach rein und das war auf jeden Fall keine schlechte Taktik, um einen Eckball zu schießen. Der Kopfball geht aber dann zum Glück kläglich übers Tor.
Schön gespielt vom Gegner, schön gespielt, aber unsere Spieler sind schneller. Ich habe gedacht, das ist Neymar von uns. Jungs, ich habe geglaubt, dass Neymar den Ball jetzt einfach hier locker, lässig abfängt. Aber das war dann ein Spieler vom Gegner und zum Glück kann unser Tormann wieder gut parieren. So, jetzt spiel den Ball weiter auf Sturridge und dann musst du dich eigentlich freilaufen. Das machst du eigentlich auch. Spiel den Doppelpass mit Sturridge. Keine Ahnung, wer das jetzt war. Bakker schießt, Tor, nein, aber im Nachschuss. Oh mein Gott, den muss er eigentlich machen. Das ist eine hundertprozentige Chance in der 86. Minute. Kurz vor Schluss hatten wir nochmal die Chance auf 3:0 erhöhen. Aber somit steht es jetzt weiterhin 2:0. So, und jetzt, Freunde, wir probieren es einfach mal mit dem Keeper. Fox will hier heute auch noch sein Tor machen und das will er mit diesem Freistoß machen. Und dann würde ich sagen, hauen wir den Ball jetzt rein in 3, 2, 1 und boom, der Ball geht rein. Ich spür's einfach, der ist drin oder auch nicht. So, Neymar, schön gemacht. Und jetzt kannst du endlich mal deine Skills zeigen, dein Können. Mit einem Roulette gehst du jetzt vorbei, mach den Job. Mach den, keine Ahnung wie der Trick heißt. Schöner Pass auf Lamela, Lupfer, Tor. Oder auch nicht, der Ball geht vielleicht rein. Aber der Gegenspieler kann den Ball nochmal auf der Linie klären. Und somit dürfte die Partie dann auch gleich gelaufen sein. Wir kriegen nochmal einen Out-Einwurf. Und da haben wir jetzt Lamela am Start. Lamela mit ein paar Skills, mit der Flanke, mit der flachen Flanke. Aber der Schuss war ja mal richtig, richtig kläglich. Und somit ist die Partie dann auch schon vorbei. Wir gewinnen. Die Partie mit 2:0 hat mich richtig gefreut. Gegen den Bosinio FIFA zu spielen, gegen den Nils von Bosinio FIFA. Schaut gerne bei seinem Kanal vorbei. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Habe ich schon oft genug erwähnt. Und da würde es mich natürlich wieder riesig freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben bewerten könntet. Schaffen wir die 25 Likes für dieses Byfirstguy mit einem anderen YouTuber? Wollt ihr mehr mit anderen YouTubern und so weiter und so fort? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Schreibt auch Byfirstguy Challenges gerne in die Kommentare. Zum Beispiel nur mit einer gewissen Nation, nur mit einer gewissen Liga, ab einem gewissen Tempo, unter einem gewissen Schusswert. Keine Ahnung, Freunde, da könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr kreativ sein. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich aus dem Video, bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer... Ciao Leute, FIFA All-Star.